Gumbats Lumpy Jumps von Gumbat. Oh nein. Okay, die Lumpy Jumps. Die Lumpy Jumps. Digga, okay. Okay, 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 okay. Okay. Sehr gut, wir kriegen die drei Leben, Leute. Das sind wieder zwei Sterne. Juhu. Jo, Digga. Danke für deine lumpigen Jumps, Digga. Sehr gerne wieder. Speedrun 1 von Dogget Hun. Okay. Oh nein. Wir escapen. Weiß nicht, ob man da hätte irgendwie unten durchgekonnt oder irgendwie oben drüber dann. Schwierig. Und wer hat das Ei gelegt? Ein Dinosaurier. Oder ist für dich ein Dinosaurier ein Huhn, Digga? Wir müssen alle Münzen einsammeln. Alle Münzen. Und er könnte irgendwo einen versteckten Block haben und dann wäre mal richtig abgefuckt. Da kommt ein Drain, der nimmt uns mit. Nimm uns hier raus, Digga. Was kam zuerst, Dino oder Ei? Vielleicht auch noch ein anderes Ei von jemand anderes. Ich weiß es nicht, Leute. Sehe ich aus wie ein Wissenschaftler? Tragen Wissenschaftler Yoshi-Mützen, Leute? Weiß nicht. Könnte schon sein. Es wäre krass. Es wäre witzig irgendwie. Es wäre stylisch, oder? Und Adia, hi, servus, sei auch gegrüßt. Ich habe jetzt bei dem Huhn-Ei-Ding mitgehört, aber es gab ja auch andere Vögel. Vielleicht gab es eine Mutation im Ei oder so. Vielleicht, ja. Also eben, es ist ja auch, ist nicht sogar so, dass Dinosaurier die direkten Vorfahren von den Hühnern sind irgendwie? Oder habe ich das mal falsch verstanden? Okay, ich glaube, wir rennen da durch und hoffen das Beste. So wie immer. Wir rennen durch und hoffen das Beste. Ich hoffe, wir haben noch keine Münze verpasst. Okay, weiter geht der Spaß zum Glück. Okay, 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 okay. Okay. So, da haben wir nochmal eine Shell. Oder einen Helm. Da haben wir auch eine Münze, Digga. Ohne Witz, würdest du die verpassen? Du musst alle Münzen sammeln, ne? Das ist echt schon ein bisschen krass. Und vor allem... Muss ich das so machen? Ja. So schön. So schön. Umdrehen bitte. Oh, Digga. You can do it. Ja. Der hat nicht mal einen Schlüssel. Und ich kann doch hier von unten drauf, Digga. Okay, die Münze haben wir. Brauchen wir den noch? Ja, den brauchen wir auch. Okay. Das ist echt eine krasse Stage, Mann. Ich hoffe, die letzten Münzen gibt es irgendwie in Fufi-Format oder so. Das wäre cool. Wenn wir hier eine Spike berühren, ist vorbei. Ob oben oder unten. Dann eskaliert unser Clown-Car und wir sterben safe. Es kommt bestimmt noch ein richtig weirder Abschnitt. Ist aber auch ganz schön tight bemessen, Digga. Oh. Wir brauchen noch ganz schön viele Münzen eigentlich. Weiß nicht, ob wir hier alle finden. Sieht aber gut aus, glaube ich. Ey, cool, Leute. Wir haben alle gefunden. Kriegen die drei Leben. Sind zwei Steine, haben wir da 12 Leben. Wuhu. Vielleicht waren es auch Hühner. Überdimensional große Hühner teilweise. Krieg kein Like. Wir machen weiter. Let's go. Haben wir gerade ein 15 Meter großes Huhn vorgestellt. Das gibt. Das ist dann komplett anderes. Das ist dann Next Level, oder? müssen wir es hitten oder nicht? Jetzt sehen wir nichts mehr. Schwierig. Thank you.
Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen, Digga. Oder kommst du wieder? Da hinten ist irgendwas. Ah, wir gucken mal. Ich glaube, den Jump kriegt man aber raus. Da hätten wir landen können. Aber dann wäre es ja auch nicht weitergegangen. Wir skippen. Wir hätten sofort skippen sollen. Alter. 15 Meter hohen gibt ein mächtiges Frühstücksei. Ja, da kann Schlangen dann Rührei machen, auf jeden Fall. Da wird die ganze Familie satt von 3 Tage wahrscheinlich. Speedrun. Oh, Speedrun, Digga. Boah, das ist aber auch ganz schön tight, Mann. Okay, wir kriegen Schlüssel. Wir können da durch. Okay. Okay, 4 Sekunden leider. Oh, Digga, wir müssen skippen leider. Schade. Glaubst du, dass Menschen vom Affen abstammen? Ich weiß nicht, Leute. Ich war da nicht dabei. Auch wenn ich schon uralt aussehe, ich weiß. Aber ich war da, war ich noch nicht dabei. Aber bei vielen anderen schon. Nein, Digga. Ich will eigentlich nach oben am liebsten. Den können wir wahrscheinlich auch wegballern, oder? Okay, obenrum ist auf jeden Fall angenehmer erstmal. Wir haben die 3 Leben, kriegt aber trotzdem kein Like. Wir machen weiter. Ist Woldi heute kamerascheu? Der war heute schon. Der war heute schon mehrere Male dabei und hat gesagt, hey du, Digga, darf ich vielleicht auch mal spielen, Digga? Und dann geht er an den Controller und dann merkt er, oh, das wird aber schwierig, Digga, nimm du lieber wieder. Ich lege ihm vielleicht heute Abend mal den Controller hin und lass die Switch an und guck mal, was er macht. Löse mindestens 5 P-Schalter aus. Das sollte man hinkriegen. Und dann geht der Spaß weiter. Ist das Multiplayer? Einzelspieler? Also tendenziell würde ich sagen, der untere Weg sieht am besten aus. Erstmal. Deswegen gehen wir den unteren Weg. So. Schön. Okay. Okay. Es gibt aber kein Leben, aber egal. Der macht den Triple Shell Jump. First Try wahrscheinlich. Mit seiner Zunge. Oder mit seinem Schwanz, ich weiß es nicht. Let's go. Juniors Up and Down Banzai Blasters. Lass den Schima über Nacht laufen. Oh, no. Hier skippen. Das endet bestimmt nicht gut. Ja, das kann ich machen. Wenn ich fertig bin mit Streams, setze ich einfach Woldi hin und dann lege ich ihm den Controller hin und lass Spiel laufen und guck mal, was passiert. Und danke dir, Patrick, eben. Oh, 35 Sekunden. Blitz and Chips. Okay. Jo, Mann. Wir skippen. Das war zu assi, finde ich. Down. Wieder gut. Okay. Wir kriegen die Feuerblume. Wie lang geht die Stage? Da ist Ziel, Digga. Ich guck mal, ob es die Leben noch irgendwo gibt. Ich gehe wieder. Also die Lava steigt hier, oder dieses grüne Zeug, diese toxische Brühe. Eventuell kriegen wir noch das Leben, aber der Jump ist auch nicht ganz einfach.
Ja, also eben, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man sagt, hey du, ich lehne mich da einfach zurück und lass mich berieseln und so weiter. Bin halt faul. Easy, Mann. Ja, gar kein Problem, Leute. Eben. Alles gut. Ist ja auch richtig so. Ja, also, wenn man so, man will ja auch mal irgendwann entspannen. Man will ja auch nicht immer labern und nicht immer irgendwie Kontakt, sondern einfach nur ein bisschen sich berieseln lassen, so ein bisschen die Mario Maker Level angucken. Und einfach ein bisschen chillen. Ich will die leben. Okay, eins kriegen wir schon mal. Vielleicht kriegen wir noch eins. Vielleicht kriegen wir noch eins. Digga. Wie oft mir das passiert, das will ich eigentlich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Da eigentlich drin. Kommt da? Wer regnet denn hier diese ganzen Goombas? Sammle hier mal ein paar Münzen ein noch. Schön. Noch mehr Münzen. Ist wieder plötzlich ein Speedrun. Theoretisch kriegt man da die Leere. Und wir verlieren auch den Kopf da theoretisch. Yoshi kriegen wir auch noch. Jetzt haben wir nur noch 80 Sekunden. Ich vermute mal sehr stark, dass wir die Flagpole irgendwie kriegen. Super Eichel. Yoshi nehmen wir wieder mit. Noch ein Pilz. Wir lassen die Super Eichel. Checkpoint kriegen wir auch. Das sind die Leben. Da ist Ziel. Ich lasse mal ein Like da. Ich glaube, die drei Leben, die Stage war sehr, sehr dankbar. Weiter geht's. Und Benji Banana, dir auch danke fürs Reinfolgen. Okay, hier gibt es schon mal einen Pilzi. Den nehmen wir mit. Schön. Ah, da kriege ich den Hit. Oh, da kriege ich auch den Hit. Und dann, das ist der Hit. Tschüss. Green auf YouTube ist auch oft mit am Start. Dann Flori ist zurzeit oft mit am Start. Pfirsich ist oft mit am Start. Dann Janosch. Dann Mara Winchester. Kitty. Also eben, ich könnte da, glaube ich, stundenlang aufzählen, Leute. Also ich könnte da stundenlang aufzählen. Also ich. Oder Jan Glees ist auch öfters mit dabei. Also es gibt so viele Leute halt, die. Natürlich, Leute. Ach, verdammt. Natürlich. Und ich sag mal, ihr müsst euch mal vorstellen, wie das ist halt, wenn man streamt. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie nicht irgendwie eine emotionale Bindung zu den Zuschauern irgendwie aufbaut. Natürlich ist das dann, auch wenn es nur Nachrichten sind, aber man kriegt dann trotzdem irgendwie den Charakter so ein bisschen mit, auch wenn es nur Nachrichten sind, so. So als würde ich mit jemandem schreiben. Natürlich bleiben mir die Leute dann im Gedächtnis, klar. Oder auch Leute, die nicht mehr dabei sind, die früher immer dabei waren, wie jetzt zum Beispiel Jenny, mit der habe ich auch im Discord öfters mal noch geschrieben gehabt. Klar, natürlich, Leute. Also, gibt viele. Oh, das war nicht so gut. Okay. Jo oder Lennart, das Käsespätzle zum Beispiel. Also es gibt sehr viele. Ich sag mal so, also wenn man das Vertrauen nie missbraucht, dann ist eigentlich schon ein Grundvertrauen da, aber ich bin natürlich nicht naiv und vertraue jetzt jedem, sage ich mal so. Also man muss sich mein. Also ich finde generell Vertrauen muss man sich auch in irgendeiner Form ja verdienen, dass man halt merkt, okay, gut, das ist eine ehrliche Person, da passiert nichts und so weiter. Vertrauen
muss man sich schon verdienen, indem man halt natürlich auch ehrlich ist, zum Beispiel. Ja. Danke dir. Das sieht jetzt sehr schlecht aus. Woldi. Die wollen, dass du streamst, Woldi. Willst du es mal machen, Digga? Ich glaube, wir können da hoch. Jenny hatte die Speedrun-Start. Kann schon auch sein, ja. Ich weiß nicht, was sie hat. Keine Ahnung, sie hat es mir nie erzählt. Und Lukman, dir auch danke fürs Reinfolgen. Hallo jeden. Na klar, durch Stream, du lernst viele Leute kennen. Auch wenn ich mir jetzt vorstelle, im Vorstellungskanal auf Discord, wie viele Leute sich da vorgestellt haben. Und natürlich, ich bin auch jemand, mich interessiert es dann halt auch. Ich gucke dann schon, ich schaue dann auch, was das für Typen sind, so irgendwie. Eben, was die so machen und so weiter. Was mich halt einfach interessiert. Oh, ich hasse diese Blume, Digga. Ich hasse diese Blume. Das ist jetzt maximal blöd, aber ich habe eine Idee, aber das könnte richtig Pain werden. Das wird Pain. Oh. Das war so nicht geplant, aber es hat funktioniert. Oleg. Alleine Pizza essen ist unfair. Eigentlich schon, ja. Könnt ja mitessen, Leute. Oder eben. Mira Christine ist ja auch ewig dabei. Pascal ist oft dabei. Paul ist oft dabei. Eben, du kannst da stundenlang aufzählen. Eigentlich wollte ich gar nicht mit anfangen, weil jeden, den ich vergiss, der sagt, oh, du hast mich nicht erwähnt, aber ich habe euch alle im Hinterkopf. Oder Phil eben. Eben, es gibt so viele. Oder Lena, wo sie damals noch mit dabei war, die ist ja auch mittlerweile nicht mehr dabei. Jetzt hat's funktioniert, jetzt wo ich's ohne Witze, okay, also. Okay. Ich lass mal ein Like da. Das war ein cooles Stage. Weiter geht's. Der war auch auf dem Discord immer aktiv. Hat immer die im Vorstellungskanal, hat ein Like dagelassen. Klar, natürlich bleibt das dann im Gedächtnis. Sowieso als. Denken wir sowieso als manchmal so ein bisschen Overthinking. Okay. Oh, Batterieleistung lässt jetzt nach. Feuerbühne? Okay, cool. Lass mich, Digga. Damage Boost. So, wir gehen da rein. Ich glaube, der verfolgt uns immer noch. Muss ich jetzt. Okay, einen Schlüssel, den wir nicht brauchen. Also, der Maskenmann, der ist echt bitter. Deswegen will ich hier eigentlich so schnell wie möglich weg. So, jetzt ist er weg. Sehr gut. Kriegen wir die Leben irgendwie. Digga, schade. Oh oh, wir gehen ins Ziel. Schade, keine Leben. It's following you. Ja, das habe ich auch gemerkt. Wet aus den USA? Okay. Ah, ich glaube, wir müssen sowieso jetzt dann bald aufhören, weil der Controller macht schlapp. Okay, Mann, die auch da und Emre, die auch, danke, Mann. Okay, wir haben hier 1000 Pipes. Deswegen ist das 3 Stück. Wahrscheinlich hat jede Pipe einen Coin. Und Batterie, ja, hi. Okay, wir gehen mal in die Pipe.
so Schiss, dass der Controller gleich schlapp macht. Die hätte ich gern. Die hätte ich gern. Okay. Die Mario Pizza habe ich noch nie probiert. Hast du die schon probiert, Phil? Hat jemand diese Mario Pizza schon mal probiert? Kann die was? Jetzt kommt wieder der Donut, Mann. Alter, Falter. Oh, Digga. Okay. Da, den müssen wir holen, ne? Sonst hast du aber keine Wünsche, oder? Okay, da kriegen wir halt den Hit. Oh, da ist die Pipe. Ja, da habe ich nicht nachgedacht. Controller macht jetzt halt langsam schlapp. Der blinkt schon wie ein Wahnsinniger. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass die das jetzt irgendwie ein bisschen ungenauer wirkt. Das letzte Mal schon gedacht. Das Movement ist dann nicht so hundertprozentig on point. Das ist echt ein krasses Ding mit dem Ding. Lass mich da durch. Die Hose leidet auch. Welche Hose? Ist das der Schmecksemmel? Mustafa, ja. Seid ihr zufrieden, wie die Bundesliga ausgegangen ist? Treue Leute. Hat jemand guckt hier beim Bundesliga? Neu in diesem Kanal? Sei gegrüßt, Mann. Guckt jemand Bundesliga von euch? Uff. Okay, ich dachte, wir nehmen den Donut. Und ballern dann ans Ende. So, sehr gut. Haben wir Feuerblume sogar durchbekommen? Ich schau Bundesliga, echt? Amy. Oder Emmy. Dann gehen wir mal in Rohr Nummer 2. Der will wohl den Ladekabel. Das funktioniert nicht, dann geht er aus. Irgendwie. Also ich habe keine Steckdose mehr frei, um ihn direkt an die Steckdose anzustöpseln. Und wenn ich ihn an meinen PC anstöpsel, dann connectet er nicht mehr mit der Switch. Das war doch falsch, oder? Haben wir den Coin bekommen, oder? Als Kölner wurde mir heute das Herz gebrochen. Ist Köln jetzt abgestiegen? Unzufrieden? Hatte gestern Domino-Pizza? Bin eigentlich Fan von einem Verein aus der zweiten. Schalke, oder? Und Patrick Mann, dir danke für dein verschenktes Abo an Chip. Ja, Chip ist auch oft mit dabei. Okay. Oder Big J und Roman. Also es gibt so viele Leute, die öfters mal mit dabei sind, irgendwas im Chat tippen. Oh nein, 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 oh nein. Da ist der Coin. Das ist eine richtig assige. Das ist ein richtig assiger Move jetzt am Ende. Let me go. Toll, wo soll ich denn. Wo muss ich denn überhaupt hin? Okay. Oh, wir kommen da nicht mehr hoch.
Oh. Ja, ich hab's mir fast gedacht, dass das passiert. Wir haben auch keinen Checkpoint, oder? Direkt auf Angriff. The Fun Sky Adventure. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein ganz Fun Sky Adventure wird, Mann. Oh, das ist eine Trap, oder? Man sieht halt, da hinten ist ein bisschen was, aber... Ja, natürlich ist da ein Kaiserblock, Digga. Wenn der PC schon eskaliert, dann kann er auch ganz komplett eskalieren, oder? Aber warum meine CPU jetzt wieder so am Schwitzen ist, das versteht nur der heilige Rechnergott. Wahrscheinlich. Okay. So. Also, das sieht ja schon mal chillig aus. Wir haben schon ein Leben mit am Start. Ich hoffe, die müssen mal drücken. Da könnte man auch komplett oben rumgehen. Okay. Muss ich das verfolgen? Wir machen das so und sterben. Klar, wir können den hitten, ja, aber wir können vielleicht auch das machen, oder? Das wäre eigentlich das cleverste. Work. So, System ausgetribbelt, wir kriegen noch ein Leben, dann haben wir unsere Leben wieder und dann kriegen wir da zwei dazu, sind wir dabei 8 Leben. Kann man ein Like da lassen, oder? Lass mal ein Like da. Weiter geht der Spaß. Hast du eine Katze? Ich habe 2 Katzen sogar. Beziehungsweise die leben hier. Beziehungsweise ich darf bei ihnen leben. Das ist auch schön, oder? Sie dulden mich als Gruppenmitglied, wenn ich ihnen Leckerlis gebe jeden Abend. Wenn nicht, dann eskaliert's. Dann macht Dambi, also die eine Katze, macht er mit der Drohgebärden und gibt's dem Hocker richtig dreckig. Und beißt ihn fast tot und kratzt ihn tot. Einfach als Drohgebärde, glaube ich. Ich habe auch 2 Katzen. Das freut mich. Ich liebe die 2. Tja. Also gut. Wir haben ja 1 Milliarde Sekunden Zeit. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Aber ich vermute sehr stark, dass er das nicht ist. Also ich glaube, das ist nicht der Weg. Ich habe auch 2 Katzen. Super Level-Prinzip. Wo kann man dir Level schicken? Und Bento, gerne überall, wo du magst. Also Hauptsache halt in den Kommentaren und nicht im Chat, weil im Chat blick ich's nicht. Weil ich kann ja nicht während dem Livestream jetzt irgendwie da großartig was machen mit Notieren und so weiter. Deswegen irgendwo in die Kommentare per Direktmail oder per E-Mail, das geht alles. As you like. Für die Mizis, das kann man auch falsch verstehen, René. Und Lops, Hallöchen, sei auch gegrüßt. Meine Katzen haben heute erstmal beide schön auf den Teppich gereiert. Das liegt aber auch an der Ernährung, ne? Also es gibt irgendwie so eine Paste, denen kannst du das geben und dann kotzen sie das Fell nicht aus, sondern sie kacken es wohl aus. Irgendeine Paste gibt's da. Aber unsere kotzen auch als manchmal, aber vielleicht ein Schlüssel. Aber wenn, dann auch nicht viel. Das ist nur ein bisschen... Da ist ein Leben. Und ich brauche 4 Stück in dem Level. Oh nein. Ich hätte es andersrum hitten müssen, oder? Brauche ich alle Leben? Weil sonst haben wir es schon verkackt. Alle. Ja, nee. Dann müssen wir es geben. Forest 1.5. Besiege alle Bumbums 2 und erreiche das Ziel. Okay. Wir sammeln mal die Leben. So. Ein Leben haben wir schon. Es wäre schon befriedigend, wenn wir mal wieder zweistellig werden würden, aber ob das jemals noch passiert, ist die große Frage. Ah, ärgerlich. Pilz verloren, wir kriegen sofort einen Boomerang. Haben wir da auch noch ein paar Münzen? Nein, keine Münzen, nur den Boomerang. Okay. Das sieht wieder nach einer schönen Boomerang-Stage aus, auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben mal da oben. 2 Stück von denen müssen wir auf jeden Fall killen. Und wir kriegen auf jeden Fall auch die Flagpole. Wir warten schnell auf den Feuerwurm.
Und Maha von Lüjen soll auch begrüßen. Dir auch danke für dein Abo im 11. Monat, Mann. Danke, danke, danke. 11 Monate, bald ist das Jahr voll. Twitch-Baby haben wir auf jeden Fall schon mal, ja. Warum sollte man das tun, wenn man da einfach oben rum kann? Ich hoffe, das fuckt uns nicht noch ab. Das sind 1000 Pipes. Und wie? Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Warte mal. Das Problem ist der Lava-Wurm halt mit dabei. Aber vielleicht ist das auch gar kein Problem. Hätte man noch eine Box, könnte man komplett hoch. Ich hoffe, der tötet uns hier unten nicht. Okay. Da ist Boom Boom Nummer 2. Wir bleiben mal hier. Tschüss. Wir kriegen die Leben. Also ich beschwere mich nicht, was die Stage angeht. Die war richtig, richtig gut. Okay, ich würde sagen, wir lassen mal ein Like da. Es gab die 3 Leben. Das war eine humane Stage. Alles in allem. Machen wir weiter. Jetzt müsste der Ton richtig gut sein, oder? Jetzt ist wieder alles gut. W2L2. Okay. Ich kenne nur R2D2, aber...